Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und stellt euch vor, ihr seid in einem Zoo, in einem Tierpark und wollt einen Affen fotografieren. Dieser Affe reißt euch euer Handy oder eure Kamera aus der Hand, nimmt die Kamera, knipst sich selber und macht damit ein Selfie. Genau das ist dem britischen Fotografen David Slater passiert. Er ist nämlich professioneller Tierfotograf und befand sich in einem Tierreservat in Indonesien. Und dieser Affe hat also ein ganz tolles Selfie von sich gepostet. Und das Selfie ist um die Welt gegangen und Wikipedia bzw. Wikimedia hat das dann auf die Seite genommen im Jahre 2011. Und der Fotograf sagt jetzt zu der Wikipedia Foundation oder Wikimedia, die hängen jedenfalls zusammen: Ich möchte nicht, dass mein Foto dort auf Wikipedia zu sehen ist. Ja, sagen jetzt die Leutchen von Wikipedia, es ist ja gar nicht dein Foto. Das Foto hat ja der Affe gemacht. Und diese schwierige Rechtsfrage, die müssen jetzt die Gerichte klären. Das ist auch gar nicht so simpel, wie das eigentlich zu beurteilen ist, wenn ein Affe ein Foto macht. Nun, kann der Affe keinen Urheberrechtsschutz geltend machen, das ist irgendwie klar. Andererseits muss man auch sagen, zu dem Foto wäre es ja nie gekommen, wenn sich nicht der Tierfotograf an den Affen herangepirscht hätte und mit seiner Kamera sich dem Affen gegenübergestellt hätte. Generell gibt es neben diesem Urheberrechtsschutz, da geht es um Kreativität und um Bildkomposition, auch noch den Lichtbildschutz. Da geht es nur darum, dass man das Knöpfchen gedrückt hat. Aber auch der greift ja hier irgendwie nicht, weil der Fotograf ja selbst gar nicht das Knöpfchen gedrückt hat. Naja, und genau das werden die Gerichte jetzt wahrscheinlich klären müssen. Kann man sagen, dass die Schaffung der Gesamtsituation dazu geführt hat, dass der Affe das Selfie von sich selbst gepostet hat? Oder ist nur der Affe derjenige, der hier Rechte an dem Bild hat und der Fotograf kann hier gar nichts verlangen? Also ein spannender Rechtsstreit, der jetzt hier gerade losgetreten worden ist. Wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten, wie das Ganze rechtlich ausgegangen ist. Vielleicht mal ein bisschen was Buntes aus der Welt der juristischen Urteile oder juristischen Prozesse. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr abonniert diesen Kanal. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.